Dieses Video wird präsäentiert von Asus. Hi, ich bin Daniel von Mobile Geeks hier auf dem IFA-Stand von Motorola und wir sehen uns gerade die brandneue Motorola 360, die zweite Generation an. Das ist hier die 46mm Version. Es gibt auch noch eine 42mm Version. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Größen für Damen und für Herren entsprechend. Außerdem, was ist hier neu? Der Button ist hier nach oben gewandert. Außerdem haben wir hier diese Arme, damit die Watchbands hier deutlich angenehmer anliegen und das sieht auch meiner Meinung nach ziemlich schick aus. Ich nehme an, das ist Edelstahl, sieht meiner Meinung nach ganz hochwertig aus, fühlt sich auf jeden Fall ganz gut an. Was ebenfalls neu ist, das Gerät kann man komplett anpassen im Moto Maker. Das heißt, wir können hier das Casing wechseln und auch das Watchband, also das Armband. Und das beginnt dann ab 299 €. Ansonsten, was wir hier noch haben, wir haben natürlich die typischen Android Wear Features, können hier also das Watchface ändern zum Beispiel und das dann auch entsprechend anpassen. Es gibt diverse Watchfaces, die hier entsprechend angepasst sind. Wir können also sagen, dieses Widget möchte ich nicht haben, ich möchte den World Clock haben und dann kann man die Region entsprechend einstellen. Ziemlich schick. Was ebenfalls geblieben ist, ist hier dieser flache Reifen. Und ja, ansonsten größer, Displayauflösung sieht gleich aus, ansonsten vom Display her ganz gut lesbar hier. Und was hier auch in diesem flachen Reifen wieder mal eingebaut ist, was ich gut finde, ist natürlich die Helligkeitsregulierung, die dann automatisch stattfindet. Ab Oktober ist das Gerät dann in Deutschland verfügbar. Bin gespannt, ob es dann auch für 299 € für die große Version rauskommt. Ja, man darf gespannt bleiben. Das ist also die Moto 360 der zweiten Generation. Ich bin Daniel von Mobile Geeks. Vielen Dank fürs Zusehen.